Moin, moin, montags morgens um 7 in Deutschland. Glocken haben gerade aufgehört zu läuten, Beweis kann ich nicht mehr führen. Aber dafür bin ich hier völlig authentisch und kaputtgeschwitzt und mit Bügelwäsche im Hintergrund sehe ich gerade auf meinem Bellycon-Trampolin und wollte euch nur sagen, also, ich bin authentisch. Das heißt, ich sag euch jetzt, ich glaube ja nur, dass man richtig rund läuft und glücklich ist, wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Ich habe zwar letzte Woche schön Sauna gemacht und schönen Ausflug gemacht, also Seele und Körper war da eigentlich abgedeckt. Dann war das Wochenende aber so fett mit Anforderungen vom Leben. Ja, und außerdem habe ich letzte Woche, war ich nicht auf meinem Bellycon. Es ist mir irgendwie durchgegangen. Das ist ja immer so, wenn du Gewohnheiten hast, also machst du es dann 100 Tage, nicht 30, 100, ne? Dann wird es Gewohnheit. Ja, ich habe es aber wieder irgendwie, ich habe gemeint, nee, es war ja irgendwas anderes und es ging mir ja gut. So, und dann ging es mir aber jetzt am Wochenende wieder nicht so gut, ne? Deswegen habe ich heute Morgen das Programm wieder angefangen. Ich stelle fest, ganz interessant, nach der Pause, verschiedene Sachen, mit denen ich am Anfang totale Probleme hatte, so die Arme nach rechts und die Beine nach links oder solche Sachen, das kann ich jetzt, das konnte ich am Anfang überhaupt nicht, aber konditionstechnisch kann ich das noch verbessern. Also jetzt erstmal unter die Dusche und dann in den Wald mit der Madame, die ist da draußen zum kontrollieren, was die Eichhörnchen machen. Und euch wünsche ich einen Montag, wo ihr ganz viele Dinge, die nicht so gut laufen, in die Reihe kriegt. Und niemals aufgeben. Die Paragraphen-Sylvia aus Hennef bin ich übrigens, habe ich auch gar nicht gesagt. Tschüss!